Kurz vor Dienstende erregt eine auffällig gekleidete Dame die Aufmerksamkeit von Christian Reuter und André Matthäus. Was macht die denn da? Jetzt geht's rein. Das sah aber nicht aus wie ein Einbruch, oder? Nein. Man macht auch die Tür hinter sich zu, oder? Christian Reuter und André Matthäus spüren sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Bei einem Blick durch das Wohnzimmerfenster bestätigen sich diese Befürchtungen. Da liegt irgendjemand auf dem Boden. Kommt man jetzt hier rein? Ja, hör mal, mal klingeln. Vielleicht macht sie uns die Türe auf. Oh, die schreit auch richtig laut. Ja, ja. Hallo? Hallo? Max, was ist denn mit dir? Polizei? Oh, was ist denn mit dir? Mein Sohn hat mit dem... Haben Sie schon Rettungswagen gerufen? Nein, ich bin gerade hier nach Hause gekommen. Ist Ihr Sohn? Ich habe meinen Sohn hier so vorgefunden. Ich wollte eigentlich Salsa tanzen gehen, aber... Puls hat er noch, keinen Moment. Die wohnen hier aber, ja? Ja, ich wohne hier, ja. Ich habe nur meinen Haustürschlüssel vergessen. Ich wollte Salsa tanzen. Und dann geht man durchs Fenster. Oder ja, Sie jetzt gesehen haben, dass meine Kinder sind hier. Ich sollte auf meinen Sohn aufpassen. Und ich habe den Schlüssel vergessen. Ja. Und deswegen bin ich aufs Fenster. Mal bitte aber auf RTW? Vielleicht hat er wieder gezündelt. Der zündelt hier öfter zu Hause. Deswegen ist meine ältere Tochter hier zum Aufpassen. Max? Vermutlich stark Max, was ist denn passiert? Alkoholvergiftung eventuell. Also mein Name ist... Schläft das schon? Ja, das habe ich nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Was hier passiert? Hier ist Alkoholflasche. Hier sind Bohnen. Hier ist ein Trichter. Mein Sohn ist gefesselt. Richter, was hat er denn hier in den Hintern gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Er zündelt hier. Ja, aber hallo, wie heißt denn hier mit Vornamen? Max. Maximilian. Max? Max? Hallo, hörst du uns? Alles okay? Max, mach mal die Augen auf. Oh. Schlafen. Er wird wahrscheinlich richtig alkoholisiert sein, ne, durch die Flasche. Max, komm mal hoch hier, komm. Riecht auch nach Alkohol. Setz dich mal hin. Versuch dich mal hinzusetzen, bitte. Wenn nicht, lass ihn lieben. Nicht, dass er umkippt. Nur die RTW erstmal kommt. Ja, nur hinsetzen. Mit dem Rücken da, genau. Genau, Rücken da ran. Da muss irgendwas passiert sein. So, was ist passiert? Hast du einen geschnappt oder was? Wo ist denn deine Schwester? Weißt du das? Was ist passiert? Was ist denn los? Max? Aber Tür war ja auch abgeschlossen, ne, alles? Ja, war abgeschlossen. Und wie gesagt, die ältere Schwester ist eigentlich da, um auf ihn aufzupassen. Ich weiß nicht, was hier wie alt ist er jetzt? 14? Er ist 14. Nachdem die Sanitäter den betrunkenen Teenager übernommen haben, gehen die Beamten auf die Suche nach der 16-jährigen Schwester. Das ist das Zimmer von meiner Tochter. Leo? Wir gehen mal rein, ja? Ja, bitte. Vielleicht ist irgendwas passiert. Leo? Soll ich mal in anderen Zimmern gucken? Also, da muss irgendwas passiert sein. Ich darf ja mal hier... Ja, ich guck mal in den Zimmer, ja. Vielleicht ist sie entführt worden. Ist denn da Robert? Grund? Besteht denn da Grund? Ach, hier. Nicht, aber mein Sohn hi. Ist ja auch hier. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Kind, was Woher, ist wo war sie denn? Du saßt jetzt gerade im Schrank. Ist hier jemand eingedrungen? Ja, hier war jemand. Ich hab geschlafen. Was? Wo ist Max? Wie geht's? Ja, Max ist auch gefesselt und so, mit Alkohol ab. Ganz kurz, was ist denn passiert? Kannst du mal tief durchatmen? Ganz ruhig bleiben? Also, ich hab geschlafen. Wo? Hier oben? Ja, hier in meinem Zimmer. Okay. Und dann habe ich das gehört. Und ich weiß auch nicht, wer mit dir. Ich glaube, der wollte Naomi. Ich habe ihn versteckt. Ich hatte Angst, wo ist Max? Du hast nur was gehört und hast dich dann versteckt? Ja. Oh mein Gott. Ich wollte nicht gucken. Ich hatte so Angst. Was hast du da im Mund? Ist das von dem Boden oder ist das Lippenstift? Nein, das ist Lippenstift. Ich hatte mit Lippenstift drauf geschlafen. Also, Liopa, was ist denn hier? Wollte euch jemand entführen? Was wollte euch jemand was antun? Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Wenige Augenblicke später kommt es zum nächsten rätselhaften Zwischenfall. Im Garten trifft Christian Reuter auf eine junge Frau, die offenbar keine Lust auf eine Begegnung mit der Polizei hat. Hallo, 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 was passiert? Nichts. Sind Sie gerade aus dem Fenster gesprungen oder was? Nein. Wo soll sie denn hingehen? Moment, Moment. Hey, bleib mal hier, die ist von hier oben gesprungen. Ja, ja, ja. Die Frau, die euch... Kennst du sie? Nein, kenn ich nicht. Sind Sie hier eingedrungen, haben meine Kinder misshandelt? Wie, du kennst mich nicht? Ich kenn sie nicht. Kennst du sie? Nein, ich kenn sie nicht. Hallo, hier, hallo. Nee. Wer sind Sie denn? Was haben Sie mit meinen Kindern gemacht? Ich habe gar nichts gemacht mit Ihren Kindern. Nur mit dem Fuß können Sie eh nicht weglaufen, so. Deswegen ist das Quatsch. Mal durchlassen. Was ist los? Los? Was ist los? Nichts. Warum springen Sie denn hier aus dem Fenster? Ich bin hier aus dem Fenster. Was denn, abgeseilt oder was? Das war ein untauglicher Versuch. Hier, Fräulein. Sie nicht. Sagt, sie kennt dich. Nein, ich kenne sie nicht. Kennst du die? Nein, warum sollte ich die kennen? Ja, warum behauptet diese Frau so etwas? Ja, weil sie dann haben sich hier meine Kinder misshandelt? Kennst du die? Auch nicht.
Nein, ich kenne ja, habe sie noch nie gesehen. Gut, jetzt mal, ich möchte jetzt mal was Vernünftiges hören hier. Was ist denn hier Ambach? Das sind deine Einbruchspuren, die ist von oben runtergesprungen hier, aus deinem Zimmer. Ja, wenn hier in mein Zimmer war, ich habe mich versteckt, ich weiß von nichts. Was ist denn hier? Ja. Was sehe ich da? Der hat doch auch das Gleiche am Mund. Stift. Ja, ich habe auch eine Privatsphäre, Mama. Ja, du hast eine Privatsphäre, aber was ist denn hier passiert? Ja, also, aber Moment, jetzt mal ganz Klartext. Ich bin hier kein Hampelmann, mein Kollege auch nicht. Ja, wenn du hier eine Straftat vortäuschst, irgendeinen Einbruch und sonst irgendwas, dann gibt es richtig Ärger. Ich habe keinen Bock, mich verarschen zu lassen. Also rück jetzt mit der Wahrheit auf. Ihr habt beide Lippenstift im Gesicht. Ja, das war eine einmalige Sache. Ja, was ist mit deinem Bruder passiert? Ja. Wie, das war eine einmalige Sache? Willst du mich verarschen? Ich dachte, deine Gefühle sind echt zu mir. Willst du mich verarschen? Gut, jetzt. Ja, mal ruhig. Ah, okay. Also, ich wollte jetzt hab ich verstanden. Das ist jetzt deine. Und ausprobieren. Und dann habe ich halt sie genommen und. Das ist nicht dein Ernst. Willst du mich vollkommen verarschen? Bleib ruhig. Jetzt, also, was ist mit deinem Bruder? Wie sieht's aus mit dem RTW? Noch ein Arzt. Alter, die will mich doch verarschen, das Hose. Kleinen Moment. Was ist da passiert? Also, kann ich ganz kurz mal? Du hast also mit deiner Freundin ein kleines Tee. Du kannst ruhig gewohnt. Okay, jetzt will ich gar nicht näher darauf eingehen. Was ist denn mit deinem Bruder passiert? Der hat uns gefilmt und ich wollte das Video. Ich habe fünfmal gesagt, er soll mir endlich den Entsperrungspin geben. Wir haben ihm das Handy abgenommen, weil er es alles aufgenommen hat. Und habt ihr ihn gefesselt und mit Alkohol abgefüllt? Wir wollten, dass er das Handy rausrückt. Bruder. Wir konnten nicht mehr. Ich hatte so Angst, dass er das... Der wollte mich damit... Und was ist mit der Hose? Welche Hose? Die Hose, die verbrannt ist? Also, wir haben die angezündet. Oh mein Gott. Ihr habt die vorher mit Linsen gefüttert oder was? Gezwungen. Seid ihr total... Das ist aber dein Bruder, das weißt du schon, oder? Ja, aber der wollte das in der Schule zeigen. Und das war eine einmalige Sache. Ich will doch nicht, dass sowas rauskommt. Ja, aber das kommt doch nur raus, wenn deine Mutter ihn so findet. Oder ihr wird doch was sagen. Ja, was? Ihr habt das Handy von dem Bruder? Ganz ehrlich, Alter. Alter, willst du mich wirklich vollkommen verarschen? Ich dachte wirklich, du meinst es ernst mit mir. Der Bruder hat sich glücklicherweise unter der Aufsicht der Sanitäter von seinem Vollrausch erholt. Christian Reuter wirft einen Blick auf das kompromittierende Video. So schön atmen, ne? Schmusi-Busi. Krass, doch ist stabil. Ja, das ist ja. Aber was machst du dir denn so? Komm jetzt noch gar nicht. Du lagst hier mit einer Freundin im Bett. Ist das so schlimm oder was? Ja, gut, das ist auf der Schule schon schlimm. Ja, aber dass man dann solche Straftaten begeht, ja, da werdet ihr euch jetzt verantworten müssen. Ich will einmal im Monat eigentlich nur Salsa tanzen gehen, aber das kann ich wahrscheinlich von nicht. Mir aus. Ja. Hier, das ist das Handy von Ihrem Sohn, das übergebe ich jetzt an Sie. Und dann wären wir wieder weg. Die Tochter und ihre volljährige Geliebte müssen sich wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten.